Willkommen zurück zu Let's Play Planet Base. Wir haben jetzt schon einiges geschafft und einiges aufgebaut und sogar schon drei Technologien freigeschaltet. Das freut mich sehr. Und wir müssen natürlich noch ein bisschen mehr erreichen. Das heißt, wir wollen 100 Leute haben. Das ist schon mal eines unserer Anliegen, Begierden, wie auch immer man möchte. Nee, ich muss das noch ausschalten. Wir haben keine Bioplastik. Das ist schlecht. Und wir haben auch immer noch zu wenig Essen. Das bedeutet, ich muss mal ganz kurz gucken, wie viele Leute wir denn eigentlich haben. Wir haben jetzt 7 Bio-Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Leute können eigentlich wunderbar daran arbeiten. 3 Leute braucht es ungefähr um... Nee, Quatsch. Eine Person braucht es ungefähr um 3 Bottiche fertig zu machen. Heißt, wir könnten eigentlich auch noch weitere Biologen gebrauchen, die das Essen produzieren. Okay, das wird gerade gewartet. Sehr schön, das ist noch exzellent. Ja, die Gentomaten sehr schön, aber Genzwiebeln wären noch geiler. Die werden wir vielleicht auch erst jetzt freischalten können. Da wir ja versuchen, oder jetzt ja eigentlich auch die Gentomaten haben, können wir vielleicht auch erst dann Genzwiebeln mit reinholen. Das wäre super. Die haben nicht so einen hohen Wartungsbedarf. Und dann können wir die Gentomaten auswechseln und hier die ganzen Genzwiebeln und sowas alles hinstellen. Schnelle Produktion und hoher Wartungsbedarf. Ja, Gott sei Dank, schnelle Produktion. Wir brauchen noch viel. Und wir brauchen auch noch viel mehr Stärke. Denn Bioplastik ist nicht mehr so viel da. Erze haben wir noch 4. 12 Metalle. Heilpflanzen kommen. Das heißt, Arzneimittel können wiederhergestellt werden. Aber es würde mir jetzt auch nichts bringen, so eine Maschine nochmal mit hinzubauen, denn wir haben einfach keine Stärke. Oder vielmehr zu wenig. Die Leute kümmern sich und machen. Energiespeicher ist niedrig, das lese ich nicht so gerne. Energiespeicher kritisch, lese ich erst recht nicht gerne. Okay, vielleicht sollten wir dann doch die Kollektoren so langsam auswechseln. Heißt, wir bauen jetzt erstmal weitere Solarkollektoren hin. Nee, eine... Doch, Quatsch. Solarkollektor. Und zwar das große Teil. Ich hätte es gern hier gehabt, aber geht nicht. Also bauen wir es hier. Da kann ich keine Verbindung schaffen. Kann ich hier? Ja, da kann ich eine Verbindung machen. Dann machen wir nämlich so die Verbindung und so die Verbindung. Dann können wir das Teil abreißen und die sind trotzdem irgendwie alle miteinander verbunden. Obwohl das und das muss ich noch verbinden. Sehr schön. Denn das ist unser großer Energiekollektor, den wir unbedingt brauchen und der jetzt auch noch weiter ausgebaut wird. Und das Handelsschiff hat zwar Bots, aber mehr auch nicht. Deswegen kann ich dich im Moment nicht gebrauchen. Flieg wieder weiter. Und Spaß für dich und denk das nächste Mal an mich. Verbindung wurde aufgebaut. Damit hauen wir nochmal alles an Metall raus. Geht nicht anders. Das Ding muss weg. Es wird ausgewechselt. Wird noch mehr Strom demnächst produzieren. Okay, das Teil richtet sich noch aus. Aber es hat nichts mehr gebracht. So, jetzt ist vorbei. Aber jetzt wird der Strom wieder verbraucht. Ups. Burton Pilaf ist gestorben. Von einem Meteoriten erschlagen. Meteoriteneinschlag auf Luftschleuse. Muss repariert werden. Ist okay. Macht mal. Ups. Wer auch immer Burton Pilaf war. Hoffentlich ein Arbeiter. Eine Wache war es schon mal nicht, ein Sanitäter auch nicht. Ingenieur könnte es noch gewesen sein, Biologe war es nicht. Ja, Energiespeicher kritisch. Ich habe es mir schon fast gedacht. Und das war's. Stromausfall auf ganzer Linie. Wir müssen auf den nächsten Tag warten.
So, die richten sich aus. Die werden jetzt erstmal alles wieder ordentlich aufladen. Und wieder wurde einer irreparabel beschädigt, wie auch immer das passiert ist. Ah, kommt vor, mein Gott. Wir haben jetzt wieder genügend Bioplastik, Gott sei Dank. Das heißt, wir können auch wieder ordentlich Medipacks herstellen. Wir haben auch noch genügend Heilpflanzen dafür. Das muss erstmal alles gewartet werden, bevor es kaputt geht. Wartung sehr schlecht, sehr schlecht. Lese ich natürlich total gerne, wenn wir eigentlich darauf angewiesen sind, hier Essen zu haben. Der hätte jetzt schon Patent für Kolossalmodul. Aber Ersatzteile kann ich... Na gut, ich könnte die herstellen. Es tut mir leid, ich kann es dir nicht abnehmen. Wirklich nicht. Nicht im Moment. Ich brauche jetzt erstmal wieder ein paar Leute. Landeerlaubnis, Kolonisten. Ja. Okay, Gott. Und ja, ich brauche auch noch weitere Biologen. Die Leute sind gut ausgeruht, bekommen bessere Moral. Wenn sie hier schlafen, hoffe ich zumindest. Innenstruktur, die als sekundärer bequemer Schlafplatz in der Basis dient. Hier kannst du Betten bauen. Sie verringern Müdigkeit schneller als Stockbetten und stellen zudem Moral wieder her. Die Kajüte kann nur mit einem anderen, mit einer anderen Innenstruktur verbunden sein. Theoretisch müsste ich den Schlafsaal dann auch nochmal auswechseln und dort noch so eine Kajüte mit hinbauen. Dann bräuchten die Leute weniger Moral. Das Essen wird immer noch knapper, knapper, knapper. Was ist los? Warum kriegt ihr das nicht hin hier? Wir haben so viele Biologen. Was machen die den ganzen Tag? Biologe und Arbeiter. So, sehr gut. Die beiden Biologen können auf jeden Fall gleich mal an die Arbeit gehen und den Rest hier warten. Sonst kriegen wir ja nie Essen. Und die sollen das Zeug nicht hin und her schleppen. Das sollen ja eigentlich die Roboter machen. Deswegen verbraten wir jetzt ja auch schon wieder hier eine Halbleiter und so. Essen kommt wieder, das sieht wieder besser aus. Einer hat sich das Bein gebrochen, das heißt, ein Medipack wird auch wieder verschwinden. Du bist ein Arbeiter. Du bist eine Ingenieurin. Gut, wenn Ingenieure nichts zu tun haben, ist das okay. Aber wenn hier irgendwelche Biologen durch die Gegend laufen und nicht ihrer Arbeit nachgehen, dann werde ich fuchsig. Dann werde ich wütend. Da hinten kümmert sich gar keiner. Ihr sollt nicht an irgendwelchen Pflanzen rumforschen, die sowieso schon in Ordnung sind. Genau, repariert den Rest. Okay, wir haben noch zwei weitere Kolonisten dazu bekommen. Ich glaube, das waren Arbeiter. Wir stellen das Ganze jetzt erstmal wieder ein. Und dann kümmert euch bitte endlich hierum, dass das wieder weiter zunehmen kann. Denn nur mit mehr Bioplastik können wir auch endlich wieder Waffen herstellen und mit den Waffen dann Dinge kaufen. Diese Teile reiße ich gleich wieder ab. Die verbrauchen mir jetzt im Moment zu viel Gemüse. Dafür haben wir Essen. Und dafür haben wir jetzt auch die Betten, die Kajüte. Können die Leute auch Moral herstellen. Die können sich im Fernsehen sonst was angucken. Oh, sie haben es endlich mal repariert. Wie schön. Das heißt ja, dass wir endlich wieder was zu essen kriegen.
Gut, vielleicht sollte ich die Roboter auch nochmal umstellen. Auf 4. Ein Baubot reicht eigentlich. Und 3 Bohrbots ist okay, wenn wir irgendwann mal Bohrbots haben und brauchen. Jetzt produzieren wir erstmal Waffen, endlich. Nun, da wir genügend Ersatzteile haben, ist das okay. Das Zeug produziert weiter. Hier drüben haben die schon wieder alles gewartet. Das läuft. Aber Fleisch sieht auch wieder schlecht aus. Theoretisch muss ich auch das Teil wieder auswechseln. So, Strom kommt wieder mit dazu. Und zwar in Massen. Ja, es wird auch nicht so schnell alle gehen. Aber theoretisch kann ich das Teil jetzt erstmal recyceln. Jo. Und Essen wird wieder mehr. Gott sei Dank. Auch wenn Fleisch jetzt im Moment runtergeht, aber das ist in Ordnung. Hallo, Herr Händler. Du könntest uns Bots verkaufen. Ja, ganz toll. Brauche ich nicht. Ich brauche die Lizenz, um die selber zu bauen. Bösewicht, du. Megakonsole. Ist damit vielleicht das Solarmodul gemeint? Das kann durchaus sein. Also diese Meteoriten, die machen mich fertig. Man weiß nie, wo sie wirklich einschlagen werden. Der baut jetzt noch einen Bot. Machen wir gleich mal 5. Dann können die noch ein bisschen mehr bauen. Immer vor sich hin basteln. Das ist völlig in Ordnung. Und je mehr Waffen wir haben, desto größer ist unsere Möglichkeit, dann auch guten Handel zu treiben. Dann bauen wir jetzt den Mega-Extraktor. Der ist noch größer, ne? Jo. Alles nicht so leicht. Ja, stell den mal hier mit hin. Mit einer Verbindung. Dann reißen wir nämlich den anderen Wasserextraktor ab und bauen dort noch ein bisschen was hin. Den Wassertank werde ich abreißen. Da werden wir auch einen größeren Wassertank mit hinbauen. Das Teil werden wir auch abreißen. Da werden wir noch ein größeres Solarmodul mit hinstellen. Das produziert nämlich nur 30, 50 und 80. Okay, das Teil ist fertig. Dann reißt das hier mal ab. Abreißen. Abreißen. So, dann den großen Solarkollektor. Und einen großen Wassertank. Patent für Farmdom. Es gibt einen besseren Farmdom? Ich würde schon gern wissen, was das damit auf sich hat. Zumal das relativ günstig ist. Wir brauchen nicht so viel zu machen. Wir verkaufen auf jeden Fall alle Waffen. Geben noch ein bisschen was von den Ersatzteilen aus. Medipacks. Und... es schmerzt zwar, aber ich muss es haben. Es tut so weh. Au. Okay. Handeln. Ich bin gespannt, was wir dadurch kriegen.
So, das muss noch mit dem verbunden werden. Und das mit dem. Und mit dem. Okay, dann haben wir einen schönen Kreislauf. Dann kriegen wir mehr Strom, haben einen größeren Wassertank, reißen hier drüben noch das Solarmodul irgendwann ab. Die Windturbine ist eine kleine, die kann weg. Stellen wir nochmal eine große mit hin und dann reicht das auch wieder für eine Weile. Dann brauchen wir hoffentlich auch nicht so viele Teile, Ersatzteile zum Reparieren. So, die Ingenieure haben jetzt wieder ordentlich zu tun. So viel ist sicher. Die müssen neue Waffen produzieren, die müssen die Maschinenteile wieder fertig machen, die Ersatzteile. Gut, der große Wassertank wurde gebaut. Der muss erstmal vollgepumpt werden und vor allem braucht es auch diese Verbindung noch. Gut, Patent für Farmdom erhalten. Was auch immer das bedeutet. Vielleicht noch einen größeren Farmdom. Oh ja, auf jeden Fall noch ein größerer. Okay, gut zu wissen. Können wir irgendwann nochmal auswechseln. Aber jetzt müssen wir uns erstmal wieder darum kümmern, ordentlich Essen ranzubekommen. Und es sieht schon ganz gut aus. Gemüse wird wieder ordentlich gelagert. Das freut mich. Das freut mich sehr. Und nun, da wir auch mehr Bots haben, die durch die Gegend fahren, werden unsere Arbeiter auch weniger mit irgendwelchen Arbeiten belastet und können wesentlich mehr arbeiten gehen. Dann kann ich das Bier jetzt auch erstmal lassen, beziehungsweise die alkoholischen Getränke, das ist okay. Wir kriegen wieder weitere Heilpflanzen, es werden wieder weitere Maschinenteile fertig gemacht, Ersatzteile. Und da kommt der nächste Händler. Herzlich willkommen. Schiff ist gelandet, hat keine neue Technologie dabei, dann darfst du bitte verschwinden. Dankeschön. Am liebsten würde ich das Teil komplett ausstellen, dass die wirklich gleich hierher laufen und alles auf einmal abarbeiten. Mittleres Lager, großes Lager. Strom ist ausreichend vorhanden. Wir werden auch eines dieser Teile hier auf jeden Fall noch auswechseln. Das heißt, am besten wäre es, wir verbinden die Minen miteinander. Dann kann ich das hier abreißen und noch woanders hinstellen. Und dann machen wir nochmal einen großen Energiekollektor. Am nächsten Tag wohlgemerkt. Denn ansonsten könnte es passieren, dass wir hier große Probleme kriegen. Der ist schon leer. Der geht noch nicht ganz leer. Und euch wollte ich eigentlich auch noch auswechseln. Muss ich später machen. Obwohl, theoretisch könnten wir hier jetzt auch auswechseln. Das wäre kein Problem. Denn verschrotten wir das. Und die Windturbine auch. Die arbeitet sowieso gerade nicht. Dann bauen wir die größte Windturbine. Treffer. Felicity ist tot. Facility hätte ich beinahe gesagt. Felicity. Oh nein. Oh nein. Das wollte ich nicht. So, Verbindung schaffen. Okay, dann kriegen wir schon mal das große Windrad. Dann brauchen wir jetzt noch. Einen weiteren Solarkollektor benötigt es nicht. Ich meine, aktuell wäre das Windrad schon schön. Wir haben jetzt gerade den Sandsturm und nachher die Nacht.
Hier passt nichts mehr hin. Manchmal verstehe ich das nicht. So, macht schneller. Baut das Ding fertig. Ah. Unsere Tragebots, die sind schon dabei. Energiespeicher ist niedrig, ja, ist klar. Aber es ist noch Tag, die können wieder aufgeladen werden. Alles ist gut und in der Nacht werden wir dann das zweite große Windrad haben. Wenn wir dann wirklich noch ein bisschen Energie kriegen, dann ist sowieso alles wieder gesichert. Wir sehen ja anhand der Helligkeit, wie weit die schon aufgeladen sind. Hier ist wirklich nichts mehr drin, da ist noch ein bisschen was. Jetzt haben wir noch ein Windrad. Ein großes, dass ich den Wind noch suchen muss. So, die Verbindungen müssen auch noch geschaffen werden. Okay, noch bauen wir auf. Jetzt ab. Wind ist nicht so doll. Ist okay. Du kannst gehen. Es kann sein, dass wir jetzt über Nacht ein Problem kriegen mit dem Strom, aber im Moment geht's noch. Lass mal beide großen Windräder jeweils 100 Strom produzieren, dann haben wir erst einmal genug. Und auch ein bisschen Ruhe. Aber im Moment produzieren die überhaupt nichts. Das war zu erwarten. Gott sei Dank haben wir noch ein bisschen was. So, Strukturen wurden fertig gebaut. Am nächsten Tag werden wir alles ordentlich aufladen können. Der Wind ist echt eine Katastrophe. Gott sei Dank ist die Nacht gleich vorbei. Es wird einmal kurz einen Stromausfall geben und dann war es das wieder. Ja, zerleg ruhig noch ein bisschen was, ist in Ordnung. Wir brauchen unbedingt ein Meteoritenabwehrsystem. Ich weiß jetzt auch nicht, was für Leute gestorben sind. Das könnte alles gewesen sein. Das könnten Botaniker gewesen sein, Ingenieure. Wir gucken mal. Ingenieure haben wir nur noch 6. Hatten wir da nicht mal 7? Sanitäter ist einer tot. Biologen haben wir mittlerweile 10. Biologen sind genug da. Wenn wir also Kolonisten erlauben, nehmen wir Biologen erstmal raus. Ingenieure dürfen wieder. Ein Sanitäter darf auch gerne wieder mit dazukommen. Arbeiter brauche ich im Moment nicht so viele. Tja, okay. Essen ist genug da. Und je mehr Bots wir haben, desto besser. Wir haben wieder genügend Waffen. Unsere Maschinenteile bzw. Ersatzteile sind auch wieder da. Bioplastik ist in Ordnung, alles andere auch. Das Kolonieschiff bringt 3 neue Leute. Eine Ingenieurin und 2 Arbeiter. Na, ist okay. Gut, reicht wieder. Das ist bei weitem noch nicht ausgelastet von der Nutzlast. Das Lager kriegt noch einiges mehr hin. Unser Strom ist wieder ausreichend vorhanden. Ihr könnt überall wunderbar schlafen. Hier können wir noch eine Kajüte mit hinpacken. Hier ist es auch nicht schlecht. Wobei hier wäre besser, denn die müssen ziemlich weit laufen, um hier hinten schlafen zu gehen. Dann haben wir auf beiden Seiten jeweils eine Kajüte.
Dann kann ich das Teil nämlich abreißen. Ich kam, ich sah, ich abonnierte den Kanal. Und ich habe ein Like dagelassen. Ich glaube, ich habe an alles gedacht.